So, herzlich willkommen, meine Krieger und Kriegerinnen, zurück zu A Total War Saga Troy. Und yeah, wir mussten ja das letzte Mal ein bisschen abrupt aufhören, weil uns einfach abgekratzt ist. Wir hatten den Vorfall ja schon mal. Es funktioniert danach immer wieder einwandfrei, die Frames passen. Es hat auch bei mir nichts angezeigt, also es war nicht irgendwie jetzt nur, dass es wegen der Aufnahme ist. Kann ja auch immer wieder mal passieren, dass es da einen Zusammenbruch gibt, aber es lag nicht daran. Also es muss irgendwas mit dem Spiel zu tun haben. Dass das irgendwann sagt, du, ich hab heute keinen Bock mehr. Odysseus of Ithaca. Halb so wild. Als erstes. Letzte zwei Runden. Drei Runden. Okay, Testios. A well-placed blade can avert a war. Huh? Ah, tu mal hier Verwundete pflegen. Dann sammelst du ein bisschen Erfahrung. Melanipos hat ein Level up, okay. Behalten wir gleich im Auge. Da ich denke, dass wir sie nochmal angreifen werden. Ein Level up, okay. Anthalea. The gods speak, the wise listen. I sailed my ist geflohen. Also Penthesilea. Is impossible. Penthesilea ist wirklich doing Hades work. Wir kriegen die Tür nicht zu. Schön. Abgelaufene Tauschabkommen nur mit Meliboea, das ist immer noch der Fail. Nicht zugewiesene Fertigkeitspunkte, Melanipos. Lohnt dich wieder zurückzuholen, alter Freund. Es hat sich einfach gelohnt. Herakleischer Wurf. Wirft sich auf Feinde in Reichweite. Oh, das ist so ein... Oh. Achso. Wirft einen Stein. Das ist ja sowas, was die Zyklopen können. Was ist das? Göttliche Herausforderung. Meter Einheit ist nicht zu wert. Ist nicht... Zielen, wenn Einheit ist nicht zu wert. Einheit ist ein Held. Wird zum Kampf gegen den einsetzbaren Charakter gezwungen. Göttliche Herausforderung 45 Sekunden. Oh, 45 Sekunden. Ziel ist der Feind 10 Meter. Ziel wird zum Kampf gegen den einsetzenden Charakter gezwungen. Okay, das ist so eine Art Verspotten. Das ist so eine Art Verspotten, wo der dann den angreifen muss. Was bist denn du? Du bist Kämpfer und Verwüster. Dann heraklischer Wurf. Gewähre mir ein Jota eurer Kraft, o Herakles, damit ich meine Feinde zerschmettern kann. Apropos Feinde zerschmettern und Jota und alles. Was ist eigentlich mit dir? My loyalty. Kannst dir vergessen. It isn't possible. Das ist aussichtslos, mein Freund. Aber du kannst dir einfach die Stellung halten. In der Nähe irgendwas Gefährliches? Nee, Lykia oder so? Nee, passt. Dann hältst du die Stellung, auch wenn du jetzt zum Zauderer geworden bist. Melanipos. My weapons are keen. Ich will, dass du die hier aufmischst. Wir haben hier nichts verloren. Wir haben hier nichts verloren. Und ich lass die nicht ziehen. Mit vier Göttern im Nacken sollte das schon funktionieren. Da kriegen wir das schon hin. Es sind noch zwei Bogenschützen, die sind sehr erfahren, gell? Aber wir haben, ja... Brauchen wir gar nicht irgendwie schlechter reden, als es ist. Wir stellen unsere Schleuderer nach vorne. Die stellen wir ein bisschen an die Seite. Lassen die über die Flanke angreifen. Hopp nach vorne. Wir können auch einen direkten Sturmangriff eigentlich machen. Können wir auch. Das können die nicht abwehren. Schlacht von Kissamos. Okay. Ja, Andromeda. Du dachtest, dass du hier nach Kreta kommst und dann als große Heldin von Hippolyte gefeiert wirst? Eher nicht. Dafür kriegt er viel Erfahrung, Melanipos. Es ist so gut, dass wir den zurückgeholt haben. Es ist so gut. Es ist einfach nur wichtig. Ich hatte auch schon überlegt, mal vielleicht immer so ein paar Einheiten abzuziehen von einer Armee, dass man sagt, die haben 18 Einheiten, aber ich habe halt immer gern voll ausgelastete Armeen. Weil vielleicht haben die anderen deswegen so viele verschiedene, wisst ihr? Oh nein. So viele verschiedene Armeen.
aufhören, aufhören. Ich will auch keine Audio-Lags. Ich will weder Spiel-Lags noch Audio-Lags, okay? Bleib mal hier. Let's go. Ich muss es jetzt bloß diesmal ein bisschen im Auge behalten. Ich bin immer sehr nervös, wenn solche Lags und sowas auftreten, dass das öfter passiert. Ne? Ich denke, das ist logisch. Und die verschieben in Richtung... unserer... genau, genau. Unserer Speer. Eure Krieger haben versteckte Feinde entdeckt. Er ist jetzt nur kurz verschwunden, damit sie jetzt auftauchen können. Ein Meisterwerk, ein Meisterwerk. Ist euer Ernst, dass man die dann hier nicht mehr sieht, oder wie? Es gab übrigens ein Update, ne? Größtenteils bezog es sich aber... auf die Multiplayer-Beta und ein paar Bugfixes und sowas. Ich bin da immer sehr nervös, um ehrlich zu sein, weil oft haben so Patches ja dann doch, ziehen sie mit sich, dass mehr Fehler auftreten, als man möchte. Ich weiß, dafür sind Patches nicht da, aber sie haben mittlerweile, finde ich, irgendwie so ein bisschen den Ruf bekommen. Und die sind schon mal weg. Zwei Einheiten noch. Wie sieht's hier aus? 10 noch. Kommt, kommt, macht weiter damit. Macht weiter. Holt euch die 4 noch. Ihr holt euch ihn. Jetzt wäre natürlich die verspotten. Ah, das geht wahrscheinlich nicht, wenn er schon gebrochen ist. Oh, sehr schön. Noch sie. Ich denke, wir können die Schlacht beenden. Wir können die Schlacht beenden, das wird sie alleine nicht überleben. Damit starten wir schon mal zumindest ganz anständig. 27 Verluste, das ist in Ordnung. Bei einer Bogenschützenarmee kann man das wegstecken. Ich spiele mit dem Gedanken, ihm auch eine dicke Armee zu geben und eben Richtung Kykladen zu fahren. Wir nehmen sie auf. Rot ist wieder weg. Sehr schön, Junge. Hast du gut gemacht. Dann kehr doch bitte wieder zurück. Dann kannst du auch deine Armee wieder aufpushen. Mit Krieg ist aber noch nicht vorbei. Weil Gortyn ist unser nächstes Ziel. Das Festos gehört schon zum nächsten. Ja, ja. Genau. Das ist halt so unnötig gewesen. Auf einer Skala von 1 bis unnötig würde ich Lythos als extrem unnötig bezeichnen. Shining Odysseus. Odysseus, the ja. In Athena's name. Rennt uns verzweifelt hinterher, versucht immer Odysseus irgendwie noch aufzuhalten. Wir haben da echt noch den Helden drin. Ach, der war da. Der war da in Lauerstellung, oder? Kann das sein? Der war da in Lauerstellung, aber das würde ihm auch nicht viel helfen. Oh, sie lochen. Nee, der hat uns abgefangen. Der hat uns abgefangen. Deswegen ist jetzt auch... ah, deswegen hat es kurz gestockt, glaube ich. Ich dachte erst, es war ein Fehler. Der hat uns abgefangen. Deswegen ist jetzt die Garnison... verbündete Armee und nicht die Hauptarmee. Irgendwie so. Sehen wir gar nicht, was die für eine Armee haben. Egal. Ich glaube, das Prinzip ist dasselbe, wenn wir die alle getötet haben oder wenn die fliehen, gehört die Stadt uns. Sonst greifen wir nochmal an. Aber dann haben wir schon mal 60%.
haben wir dann eingenommen, gell? So, bringt uns mal unsere Reiter, unsere Kavallerie. Die kann sich hier mal Felder stellen. Ja, den so. Vergesse ich immer mit den Streitwagen. Boah, Ithaca. Ich erwarte, dass das kein Problem wird. Ich erwarte, dass das sogar ein sehr, sehr schneller Kampf wird. So, sind die geschützt? Wunderbar. Hier? Feind hat eure versteckten Einheiten entdeckt. Ich habe euch schon mal erklärt, dass wir keine versteckten Einheiten haben. Ihr holt euch die hier. Das heißt, ich will, dass du dir die Helden vornimmst. Wenn die fallen, ist das Thema sowieso durch. Oh, das sind unsere Riesenspeerkämpfer. Ja. Moral bricht schon zusammen. Das ist ein Nagel. Okay, dann reitet. Boah, reitet ihr weiter. Reitet ihr weiter und dann überlasst ihr denen das. Ihr braucht auch nicht nur zuschauen, ihr könnt auch ein bisschen mithelfen, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Odysseus? Eine eurer Einheiten hat keine Munition mehr. Kein Feuer frei mehr für euch. Ihr holt euch die. Bin schon. Keine 2 Minuten. Ach komm. Keine 18 Verluste. Ach, das ist ein Joke. Das ist ein Joke. Vom Listenreichen zum Schlechter, muss man fast sagen. Der Typ ist krank geworden, ich sag's euch. Mit dem willst du dich nicht mehr anlegen. So, besetzen. Unerschrocken. Furchtlos und unerschrocken kann dieser Charakter nicht entmutigt oder von seinem eingeschlagenen Weg abgebracht werden. Hat in mehreren offensiven Gefechten ein Siegerum plus 9 Moral des Helden plus 30 Augergröße des Helden. Der Typ wird geistig. Dorthin ist eine weitere Nahrungsquelle, das ist sehr gut. Odysseus of Ithaca. Werden wir Hilfe brauchen. Da werden wir Hilfe brauchen in Knossos. Das Reich zusammengebrochen ist. Das ist schon. Es ist einfach schön. So, Anax von Kreta, genau, wir haben 6 Stück, es fehlen noch. Hier? Schlimm, abgelaufene Tauschabkommen ist auch nicht schlimm. Bau möglich in Madaris. Gerade nicht so wichtig. Okay, wir bauen auf jeden Fall hier den Zinnhändler. Der muss her. Hier? Strandlagerhalle. Was bringt uns das? 30% Wahrscheinlichkeit, Zufriedenheit, brauchen wir eigentlich alles gar nicht so dringend. Rüstungskammer wäre vielleicht ganz interessant. Aber ich habe ja schon mal gesagt, dass bei mir Rohstoffe immer Vorrang haben. Okay, das war's. Rohstoffe haben immer Vorrang.
Auf den Rest kann man warten. Sehr schön, sehr schön. Okay. Der Erlass ist. Ich habe den letztens in der Aufnahme gesehen und dachte mir, warum? Wo will ich denn da hin? Ich meine, es wäre doch sinnvoller, hier runter zu gehen Richtung Versorgung der Kriegsmaschinerie, weil das Gold kriegen wir irgendwie zusammen. Das können wir uns auch erhandeln. Aber das war eigentlich. Mal der Botmo. Insgesamt, gell? Verschlechtern sich halt unsere Verhältnisse zu allen anderen enorm. Wir haben auch nur Sparta als Kriegsbündnis, wir brauchen auch nicht erwarten, dass da irgendwas dazukommt. Trotz Handelsbündnisse und sowas. Dionysius juckt es anscheinend nicht so. Wir überlegen, ob es sich lohnt mit denen, dass man halt sagt, man zahlt denen ein bisschen was, dass man nicht Angriffspakt hat. Aber man sieht ja hier, dass sich auch das Verhältnis verschlechtert, obwohl man diesen Pakt hat. Gibt es irgendwelche militärischer Zugang? Ja, die bringen mir nichts. Es bringt eigentlich nicht. Eine Runde ist noch aktiv, da müssen wir wieder beten, okay? Diese Götter sind so ein bisschen wie Spotify. Also zum Beispiel Zeus und Hera. Ne? Es sind jetzt nicht irgendwie Effekte, wo man sagt, oh, unbedingt will ich die haben. Die brauche ich unbedingt. Aber wenn man sie mal dann hatte, wenn man da mal dran geschnuppert hat, was die für Fähigkeiten haben, dann denkt man sich immer so, die will ich eigentlich wieder haben. Deswegen, das ist wie Spotify Premium, weißt du? Die ersten Monate, wo du Spotify Premium nicht hast, sondern das Normale, denkst du dir so, komm, die Werbung. Das bisschen Werbung. Ach, komm. Stell dich nicht so an. Das machst du. Und dann kommt einmal dieses Angebot. 99 Cent für Studenten, 3 Monate lang Spotify Premium. Dann hast du es einmal und dann willst du nicht mehr zurück zur Werbung. Willst einfach nicht mehr zurück. Es gibt einfach kein Zurück mehr. Let's go. Zeigt uns, was ihr könnt. So, Hector in Torikos zieht Richtung Abanden. Hoffentlich schlägt er den Schädel ein, weil die sind auch so einfach nur noch nervig. Es gibt so ein paar Fraktionen, die mich einfach nur noch nerven. Das wird auch immer schlechter. Verhält es mit Hector. Da irgendwie mächtig viele Einheiten verloren. Er hat da gerade 4 Einheiten verloren. Ich versuche gerade übrigens, nicht, dass sich jemand wundert, warum ich immer beim Trinken so rüber gucke. Ich versuche die Dose immer so zu drehen, dass da jetzt nicht irgendwie ein Logo oder so zu sehen ist, weil das keine Produktplatzierung oder so sein soll. Sondern ich einfach gerade was trinke. Ich habe vorher gearbeitet. Ich habe ja gestern bis 3 Uhr gestreamt in der Nacht. Und heute Morgen bin ich aufgestanden um 8:30 oder so. War so tot. Dachte mir, heute brauche ich ein bisschen Energy. Heute brauche ich ein bisschen Energie. Komme ich da nicht rein. Habe ich mir den gegönnt. Will jetzt aber auf keinen Fall hier in meine Videos Produktplatzierung rein. Also Ring oder so ein Schmarrn. Was heißt so ein Schmarrn? Sowas wird nicht gesponsert. Ich meine, sieht man ja an der Größe meines Kanals. Warum sollte mich jemand sponsern? Daher schaue ich da mal ein bisschen rüber, dass jetzt nicht irgendwie so das Logo oder so oder der Name drin steht. Könntest bitte mach's doch kaputt. Bitte, Agamemnon, nein. Agamemnon. Lassen Sie. Verstehe es nicht. Da ist auch noch so eine kleine plündernde Armee, aber es juckt ihn nicht. Er ist so dumm. Oh, Alter, die Armee. Das ist Paris. Er hat Paris konföderiert, der Hector. Ich hab's mir gedacht. Stell dir vor, Paris gewinnt den Bruderkampf gegen Hector. Das wäre peinlich. Das wäre hochgradig peinlich. Aber es scheint wirklich so, als wären wir auf die Hilfe von Melanippos angewiesen, ne? Also bei der einen Schlacht zumindest.
Warum? Er ist Stufe 8. Aber er war schon mal da. Also er wurde verwundet und wurde dann jetzt wieder beschworen. Warum? Warum, Freunde? Warum beschwört er den da drüben nicht irgendwo, wo es relevant ist? Korinth, gehört eigentlich Korinth schon ihm? Wieder, das müsste hier oben sein, oder? Nee, Mykene, Argos. Wenn wir Kreta eingenommen haben, ne, dann stehen uns ja quasi zwei Wege offen. In den Norden hoch, Richtung Kykladen, Inselketten und Richtung Osten weiter. Also Richtung Festland hier drüben. Der kommt, glaube ich, auch auf eine unserer Inseln zu. Der steht jetzt so blöd da, dass wir warten müssen bis nächste Runde, wo der hinfährt. Da war gerade wieder... Warum kann die sich unseren Blicken entziehen, Penthesilea? Angucken, was die Lykier für ein Verhältnis zur Hippolyte haben. Wie die zueinander stehen, ob die Krieg gegeneinander führen. Aber ich kann ihn nicht... Minoa ist wichtiger als die Insel im Süden, als... Ios ist links. Ich weiß nicht, was im Süden ist. Aber die sind wichtiger. Das sind die Bithynia, die habe ich ja noch nie gesehen. Und, die Lykier, diese lykische Armee steht jetzt genau zwischen diesen beiden Inseln. Das heißt, sie werden wahrscheinlich nächste Runde eine Stadt angreifen können und wir werden einen nicht verteidigen können. Deswegen, wir entscheiden uns für Minoa. Kann ich immer nur belächeln, da bleibt mir nichts anderes. Ich habe vor denen irgendwie so ein bisschen den Respekt verloren. Wahrscheinlich sind sie der Grund, warum unser ganzer Vormarsch irgendwann scheitern wird. Und die werden uns wahrscheinlich irgendwann richtig auf die Fresse geben, aber ich kann die nicht mehr ernst nehmen. Nicht nach ihrer kämpferischen Leistung. Ja, sie kommen jetzt. Das haben sie gehört. Was hat der gesagt? Habt ihr das empfangen? Hier auf. Hylea heißt es. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Karia uns deswegen dann den Krieg erklären, wegen Hylea. Aber ich kann da nicht noch eine Armee ausbilden in den Kykladen. Ich brauche, und Melanipos brauche ich erstmal in Kreta. Der Kreta-Feldzug ist wichtiger als die Kykladen. Die Kykladen waren ja eher so für diese epische Mission. Wenn das alles ist, was ihr könnt, Freunde. Och. Oh, die haben eine neue... Haben die jetzt... Nee, die haben den Helden geholt und haben die Armee aufgeteilt.
Ich dachte jetzt gerade, die haben aus dem Boden 14 Einheiten gestampft, weil das wäre ja wieder gut und böse gewesen. Du kannst ja nur 3 Einheiten beschwören. So, Dionysias will sich da anscheinend messen. Die mögen aus irgendeinem Grund immer lieber. Ich weiß zwar nicht warum, aber sie tun's. Ist ja auch mal gut, dass uns ein paar Verbündete zum irgendwie total abweisen. Eigenschaft erhalten, Fokus begünstigt. An was für seinen Fäden, an was für seidenen Fäden leben und noch hängen? War das Ziel unerfolgreicher Agentenaktion? Plus 10 Wahrscheinlichkeit, dass ein Held Hinterhalten entgeht. Minus 10% Wahrscheinlichkeit von feindlichen Agentenaktionen gegen den Helden. Unvergift war ein Fehlschlag. Saat der Zwietracht ein erheblicher Erfolg. Raunen des Aufruhrs war ein Erfolg. Bevölkerungsüberschuss in Madaris, okay. Frieden verhandelt zwischen Hippolytus, Amazon und Arian. Er hat eine Eigenschaft, das haben wir mitbekommen. Haben wir alles mitbekommen. Errichtete Gebäude, Standlagerhalle und Bauernstadt. Hey, Testios. Du musst auf jeden Fall wieder in den Osten. In den Osten zurück. Was haben wir hier? Plus 12 Bewegungsfähigkeit dieses Agenten. Plus 20% Chance, einen fremden Spion zu ermorden. Sichtweite der begleiteten Armee. Sind wir ein Armeebegleiter? Fremde Armee, eigene Siedlung. Eigene Armee, hier. Dann machen wir Späher. Es lohnt sich, die Augen offen zu halten, selbst im eigenen Gebiet. Plus 50 Sichtweite der begleiteten Armee. Ich glaube, dass wir ihn früher oder später mit Hans-Peter Odysseus mitschicken. Da wird er irgendwann der Begleiter sein. So. Kätzchen. Ich will, dass du hier die Gegend erkundest. Hortens are no mystery to me. This is impossible. Darf ich? Eonia? Die Bisalten. Doch neu. Dass wir die noch nicht kennen. So, Melanipos. Wechselst du mir bitte? Rechtsöffnung, Ausdauer, müde. Sollte die Armee angegriffen werden, ist dein Rückzug unmöglich. Okay. Das ist nicht so schlimm. Ship docked. By the numbers. Was der da für Einheiten ausbilden kann. Es geht nicht. King Odysseus. 15. 30 Einheiten. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. I have a plan. Send them to Hades. Mal schauen. Hold nothing back. Okay, wir versuchen die zu belagern. Ich meine, wir können immer noch fliehen und dann. Wir können jetzt zumindest keine Einheiten ausbilden. Und wir können zur Not immer noch fliehen. Belagerung fortsetzen und wir warten auf jeden Fall auf Melanipos. So, Fokus. Geht sich jetzt gerade so nicht raus, oder? Show me blood!
Hit them now! I cannot do that. Loyal to the last. Willst du Stellung wechseln? Nee. Kann ich hin? I will serve you well. Get going! Your tactical advantage. Warum können wir da jetzt nicht ganz hinlaufen? Siedlungsverbesserung verfügbar. Das hat immer Vorrang. Das hat tatsächlich, das ist wirklich, das ist am wichtigsten, sag ich mal. So, Bau möglich in Badares, natürlich. Oh ja, einiges. Schade. Aber die Strandlagerhalle ist besser. Also zumindest für uns, weil da kriegen wir mehr Gesamtrohstoffe. Gut, wir sind sogar fast unabhängig von Nahrung, gell? Nur so als Zwischenpro, ganz wichtig. Ich denke, dass er jetzt da in so eine Art Zwickmühle geraten, muss man sagen. Den gibt's bald, das ist sehr gut. Göttlich, den belassen wir erstmal. Hekat. Aber wir brauchen Gebet, ne? Verhandlungen. Was ist mit... Die sind nicht im Krieg mit den Lykiern. Gott, Leute. Sie urschelt irgendwo rum, aber ich weiß nicht, wo sie sich befindet. Das ist so bitter. Aber wir können gerade nicht mehr machen. Also hier müssen wir einfach zuschauen. Das ist leider ein Fakt. Wie stehen doch mal die Kadi und die Lykier? Die sind auch nicht im Krieg, oder? Nee, ich glaube, die haben vor kurzem Frieden geschlossen. Einfach mit Sparta tauschen. Alter, Sparta ist so ein Rattenverein. So ein Rattenverein. Das ist so frech, was die treiben. Weil, wisst ihr, sie sind auf uns sauer die ganze Zeit, wenn wir irgendwo Frieden schließen und wir sind unzuverlässig. Wie zuverlässig ist denn Sparta jetzt? Schließen Frieden mit unseren Erzfeinden? Machen Tauschabkommen mit unseren Erzfeinden? Und scheiße sind sie obendrein. Ei, mit Hektor, Paris und noch ein Bot. Gegen Achilles. Das Duell überhaupt, aber Hektor macht ihn kaputt. Hektor zerstört ihn. Sogar Aeneas. Jetzt geht's hier richtig los. Jetzt geht's richtig los. Wenn man so ein Zeug trinkt, da merkt man, wie in einem was stirbt. Irgendwas stirbt da gerade.
Menelaus, ich will dir echt nicht ins Getriebe scheißen, aber so wie du dein Reich gerade führst, ne, so funktioniert das nicht. Jetzt Agamemnon nimmt, Menelaus nimmt und ihn hier noch nimmt. Ich kann euch immer nur erzählen, was ich euch schon 100 Mal erzählt habe. Diese Entscheidung mit der Konföderation war das Dümmste, was er hat machen können. Alles eigentlich, was ihnen hier gehört hat, fällt zusammen. Er kann sich auch nicht gegen so viele wehren. Also ich weiß auch gar nicht, ich glaube, er hat gar nicht so viel Kriegserklärungen. Aber die er hat, sind halt massiv. Allein schon da Hector jetzt darüber gezogen ist. Er hat zwar gut gekämpft, Achilles, aber das war eine totale Übermacht. Da ging einfach nichts. Weiß auch gar nicht, ob Korinth ihm mittlerweile wieder gehört oder ob er das einfach leer stehen lässt. So wie ich ihn kenne, lässt das einfach stehen, weil es ihm wurscht ist. Dann beschwert er sich wieder, weil wir leerstehende Städte einnehmen, die ihm früher gehört haben, weißt du? Das ist dann auch wieder super. So, jetzt wird's spannend. Jo. Diese Stadt verlieren wir jetzt. Können wir nichts machen, wir konnten es nicht anders verteidigen, wenn wir runterrücken mit der Armee, kommen die anderen, es war aussichtslos. Glaukos ist einfach ein Schniedelwutz vom anderen stehen. Es wäre halt wirklich geil, wenn es, ich weiß nicht, ob es in Rome 2 gibt, aber sowas wie bei den Römern, so Schildkrötenformationen, wo man sagt, hey, damit kannst du Speere abwehren, aber da die einfach dastehen und auf den Sack bekommen. Die haben sogar leere lykische Streitwagen. Das klingt nach sehr groben Einheiten. Ja, Kypriones, was sollen wir da machen, gell? Steckst nicht drin. Wahnsinn, du. Wahnsinn, du. Wehe nicht, du Hund, sprich nicht von meinen Eltern. Mein einziger Wunsch ist Stärke und Wut, dein Fleisch in Stücke zu hacken und roh zu verspeisen für das Unheil, das du mir brachtest. Niemand wird die Hunde von deinem Kopf erhalten, nicht einmal, wenn er das 10- oder 20-fache oder mehr verspräche. Selbst wenn Priamos, Spross von Dardanos, mir dein Gewicht in Gold böte, nicht einmal dann soll die Frau, die dich gebar, dich auf dem Totenbett betrauern dürfen. Stattdessen sollen die Hunde und Geier sich an dir laben. Achilles kann aber schon dramatisch sein. Weil der Hector ja Patroklos versehentlich umgebracht hat. Wird, finde ich, im Film sehr schön dargestellt, die Trauer von Achilles. Hat mir sehr gut gefallen. So, das klingt danach, als würde es gleich losgehen. Wenn die Audios lag anfängt, dann ist die Schlacht geladen. Ja, was soll ich machen? Stehen noch welche. Das ist ja nicht mal eine Übermacht, wo ich sage, ich könnte irgendwas ausrichten. Wisst ihr, wo man sagt, ja, mit Strategie und wenn du dich ein bisschen reinhängst und so. Null. Nicht hier. Versteckten Einheiten entdeckt. Ich versuche jetzt hier eine Flanke einfach komplett anzugreifen und zu überrennen. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Er hat nicht mal irgendwelche kleinen Spezialfähigkeiten, er hat gar nichts. Die anderen rennen in die Stadt rein.
Wenn wir Glück haben, besiegen wir hier ein paar. Was ist denn jetzt schon wieder los? Hat das Spiel manchmal so Probleme? Also ich habe keine verlorenen Frames, da ist alles gut. Es ist wirklich nur das Game, das irgendwie ein bisschen laggt. Krieger verlieren den Mut. Komm. Ein bisschen was geht noch, Freunde. Ein bisschen was geht noch. Die Flanke machen wir frei. Die gehört uns. Tatsächlich der einzige Erfolg, den wir hier feiern können. Vorsicht, stellt euch mal hier auf. Ich glaube, dass die herkommen. Die anderen sind schon in der Stadt drin. Eine eurer Einheiten hat keine Munition mehr. Ja, super. Schießen die weit. Junge, schießen die weit. Aber völlig verhauen. Völlig verhauen. Kleinasiatische Jungspunde. Das klingt gar nicht mal so gefährlich, ne, wenn man so drüber nachdenkt. Sie sind noch nicht in der Stadt angekommen. Sie kommen jetzt erst langsam an. Hier erleiden sie Verluste. So, die sind auch weg. Also wir haben uns gut verkauft. Wir haben unseren Job erledigt, würde ich sagen. Wir brauchen uns für nichts zu schämen. Dass wir das nicht gewinnen konnten, das war klar, oder? Darauf der Feind nimmt euren Siegpunkt ein. Ich weiß. Und lass ihm jetzt auch den Siegpunkt einnehmen. Wir haben uns 1A präsentiert. Wirklich, wir haben uns von unserer Schokoladenseite präsentiert. Da kann man nichts sagen. Auch noch zurück. Ich bin gespannt, wie viele wir am Ende getötet haben. Ich glaube, dass wir eine ganz vernünftige... Ich will ja immer versuchen, mehr zu töten, als wir verlieren. Und ich glaube, dass wir das dieses Mal gut hinbekommen. Glaube ich wirklich. Könnte aber auch langsam mal Aristie bekommen, ne, für das, was er hier leistet. Bei den Gegnern geht es ja dann doch immer recht schnell. Ihr habt einen Siegpunkt verloren. Ich weiß, macht doch da kein Drama jetzt raus, oder? Immerhin haben wir 5 Minuten durchgehalten. Das ist nur eine Garnison, ne? Gegen eine 20er-Armee, will ich nur mal kurz anmerken. Im Gegensatz zu anderen, die nach einer Minute hier zusammenklappen. Und wir haben einige mit... Na, die sind weg. Tschüss. Gebt Acht, ihr verliert an Boden. Der dämlichste Pirat, den es auf diesem Scheißplaneten gibt. Das wollte ich dir nur mal kurz sagen.
Oh, los drauf da jetzt. Geht mit Stolz unter. War da auch überhaupt kein Aim. Was seid ihr eigentlich für Klasse? Das sind die schweren kleinasiatischen Plänkler. Die haben sehr, sehr nice Rüstung. Ihr habt nicht nochmal Bock zurückzukommen hier? Einfach so zum Spaß nochmal ein bisschen YOLO und so? Ne? Er kriegt nicht mal Aristie, es ist zu frech. Er hat auch nicht mal irgendwie so eine Standardfähigkeit. Er ist einfach nur übelst am Arsch. Jetzt kommen ihre ganz brutalen Streitwagen noch rein. Euer Held wird angegriffen. Ja, jetzt gibt's. Kommt der ganze Ameisenhaufen. Eure Hochburg wird bald fallen. Withdraw! Er bist ein richtiger Nostradamus. Du bist ein richtiger Fuchs. So, jetzt will ich die Stats sehen. Hast doppelt so viel. 366 Verluste haben wir und der Gegner hat 500. Ja gut, doppelt so viel ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgeschossen. Aber wir haben deutlich mehr gekillt. Fast 200 mehr besiegt. Wir haben uns richtig gut präsentiert. Kann man nichts sagen. Da, wenn ich mir auch die Einheiten anschaue, fast komplett weg. Mehr war nicht drin. Ich denke, dass auch die Strategie ganz gut war, sich auf eine Seite zu konzentrieren, quasi die Schwächste rauszupicken und die anzugreifen. Der Rest war einfach. Was willst du machen? Gegen die Übermacht. Da war nicht mehr drin. Aber das muss man halt einfach akzeptieren. Gut, jetzt müssen wir. Ich wollte gerade sagen, spannend wird es jetzt, wie lange wir Minoa halten können. Ich meine, Hyperion ist jetzt. Wird da schon. Da gar nicht so in die Stellung. Das hat er auch nicht verdient. Hey, unser Verhältnis mit denen verbessert sich. Nice. Unserem Erzfeind. Witznagel. Witznagel ist auch wieder auf dem Weg. Um Menelaus zu ärgern. Wunderbar. Das ist nicht Pentasilea. Eine von ihren Lakaien. Wir hätten zumindest sie angreifen sollen. Einfach aus Prinzip. Um ihr zu sagen, dass es so nicht geht, dass man hier einfach durchfährt. Was willst du? Warum ist euch das denn so wichtig? Lasst uns doch einfach mit unseren Problemen in Ruhe, oder? Wir kommen doch eh nicht zu euch. Lasst doch dieses Kriegsbündnis stehen, dann sind wir gut mit unseren Verbündeten. Und ihr macht euer Zeug da drüben. Ihr müsst das doch jetzt nicht sein. Die drängen uns das so auf. Das will ich nicht. Oh, Abteron wird noch spannend, ob die in den Gegenangriff starten und wir da flüchten müssen. Das wird noch eine spannende Sache. Einmal. Auf einmal mit zwei oder sogar drei großen Armeen übers Meer. Noch nie gehört von denen. Wir haben uns wirklich einen sehr, sehr guten Platz ausgesucht, um
glaube, dass Agamemnon leichter wäre. Weil anscheinend damit Konföderation, ich habe mir das mal so ein bisschen durchgelesen letztens, so die Fähigkeiten der Charaktere, weil ja auch zwei neue dazugekommen sind mit Ajax und Diomedes. Geht der da? Hat er gekämpft? Oh, die haben Krieg. Die haben jetzt angefangen, Krieg zu führen. Die schlechtesten Kämpfer der Karier gegen die Lykier. Spannend. Weil, und zwar nur, weil die in die Insel weggeluchst haben. Weil die Karier dachten, sie könnten jetzt ein Bündnis brechen gegen uns. Trotzdem missbilligen sie unseren Krieg gegen die Lykier. Das wird aber noch aktualisiert, glaube ich. Ja, Banden fangen sogar an, uns zu mögen. Wir haben doch Krieg mit denen, oder? Na, vergangener Krieg mit Abanden. Ja, anscheinend ist mit denen wieder alles gut. Wir haben uns mit denen ausgesprochen. Handshakes gemacht, alles fit. Pass mal auf. Ah, das war dumm. Ich will keins geben, Leute. Hey, komm. Das wird jetzt auch spannend. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, dreizehn. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, elf. 24 Einheiten gegen 20. Ja, mal nur schwere Einheiten am Start. Schwere Einheiten am Start, Freunde. Das kann richtig in die Hose gehen. Okos ist jetzt auch nicht so der Ultra. Back out!
Warum bin ich so ein Feigling? Warum ich da nicht? Shit. Shit, warum bin ich da jetzt so feige gewesen? Ah, das hätte so böse ausgehen können. Wird jetzt auch spannend. Muss ich da gleich den zweiten Rückzug machen? Nehmen sich Gortin vor ihre alte Stadt, nehmen sie. Nein! Nein, sie machen nichts! Schafft es Melanie Post darüber? So schnell? Dass er zumindest als unterstützende Kraft dabei ist? Gut, Lieder der Epoche erforscht. Gebet erhört. Poseidon Troja erholt sich. Nach und nach hat sich Troja von dem Erdbeben erholt, das Poseidon geschickt hatte, um die Befestigungen der Stadt einzureißen. Die trojanische Garnison ist wieder funktionstüchtig und Handwerker haben den Großteil des Schadens an den Mauern behoben. Die Stadt ist vorerst wieder sicher, aber niemand weiß, wann der übellaunige Olympia wieder zuschlagen könnte, denn er wird nicht ruhen, solange Trojas Welle stolz in die Höhe. Siedlung geplündert, Pylär, haben wir mitbekommen. Brunnen vergiftet, Fehlschlag, sehr gut. Zarte Zwietracht war ein Erfolg. Raun des Aufschluss, ebenfalls Ritual des Ruins auch. Agyros ist wieder zurück. Ein bisschen Agyros ist wieder zurück, so. Es ist sehr viel passiert. Nachtberichte, knappe Niederlage, jo. Plünderte Siedlungen, ja. Gebiete fertig. Gebiete verloren. Frieden verhandelt zwischen Hippolyte und den Bithyniern. Okay. Krieg erklärt. Karia und Lykien. Und die Karia und Terreira. Terreira. Haben wir schon. Errichtete Gebäude der Zinnhändler. Sehr gut. Zum Dienst bereit. Agyros. Und Rang erhalten. Hyperion fürs Rumsitzen. Das ist mir am liebsten. Hyperion. Na, warte, machen wir erstmal unsere Leute. So. Get your hands dirty. A little knowledge is a dangerous thing. My talents can advance your plans. Euch vielleicht da oben, ich weiß es noch nicht genau. Hestios. Those who oppose me meet Hades. Wenn er irgendwas tut, deswegen schicke ich ihn immer hier so von Stadt zu Stadt, dann kriegt er zumindest Erfahrung. Fate was against your enemies. Zensar. Hey, Anthalea. The gods speak, the wise listen. Ich will mal hier ein Ritual des Ruins durch. Muss dann, glaube ich, braucht er wieder eine gewisse Cooldown, ne? Ist so scheiße. Ach nein, ich reg mich jetzt nicht mehr über sie auf. Kannst du es nochmal probieren? Nee, dafür bist du auch zu dumm. So, ich würde gern das Tauschabkommen mit den Karian erneuern. Go on, try and convince me. I suppose I'll have to. Wohl keine Wahl. Das heißt, du hast wohl keine Wahl. Ich glaube ja wohl, dass das dir mehr hilft als mir, du Voll. So, jetzt wird's spannend. Und du sollst.
Bist du hier noch hart am Bienen? Gell? Nächste Runde verlieren die Einheiten. Wenn sie Einheiten verlieren, dann ist das Ding durch. Hopp. Stay together. Auf to glory. Moving as ordered. Die Runde wirst du noch ohne ihn aushalten müssen. Und das heißt aber, wenn die jetzt nichts machen, dann ist das Thema sowieso gelaufen. Always with honor. Übrigens, dass der seine ganze Bewegungsreichweite aufbraucht, weil dann kann ich das besser rauslesen. Hyperion. War is my business. Das wird der Verschleiß in der Armee des Helden. Plus 25 Einkommen durch Raubzüge. Okay, Raubzüge sind nicht so unser Ding, ne? Was ist das hier? Minus 25% Erfolgschance von feindlichen Agentenaktionen gegen diesen Helden. Minus 2 Runden, die der Held verwundet bleibt. Dann machen wir robust. Diese Person ist stets treu und pflichtbewusst. Wie erschöpft oder von Wut sie auch sein mag, sie lässt sich nie lange vom Kampf fernhalten. I'll have to refuse. I pledge my loyalty. Halt mit deren Armee nichts machen. Dachte, ich könnte hier Minotauren ausbilden. Scheiß kann ich. Might prevails. Wir bleiben jetzt hier sitzen und wie eine Hände auf ihrem Ei. Und machen gar nichts. Ganz einfach. So. Oh, was mit dir habe ich Pläne. Loyal to the last. Mit dir habe ich Pläne. Aber das erfahren wir erst nächstes Mal.